Hallo, ich bin Galina. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie man Lammbraten im Römertopf selber zubereitet. Dazu benötigen Sie Lammbraten. Holen Sie den am besten frisch vom Fleischer. Der ist entweder im Netz vorhanden oder mit solchen Naturfasern umgewickelt. Außerdem benötigen Sie noch etwas Weißwein, Rosmarin, Majoran, gepressten oder gehackten Knoblauch, Olivenöl, Salz, Pfeffer und Römertopf. Zunächst geben Sie Weißwein in eine große Schale, danach Kräuter wie Rosmarin, Majoran, Knoblauch und Olivenöl. Verrühren Sie alles gut miteinander. Nun können Sie entweder das Fleisch mit Salz und Pfeffer reiben oder Salz und Pfeffer direkt in die Marinade geben. Wälzen Sie Lammbraten in der Marinade von allen Seiten und stellen Sie das Fleisch über Nacht zum Marinieren. Am nächsten Morgen nehmen Sie den gewässerten Römertopf und pinseln Sie den Römertopf von innen mit etwas Olivenöl ein. Entfernen Sie die groben Gewürzteile vom Fleisch vorsichtig ab und backen Sie Lammbraten im Römertopf mit geschlossenem Deckel etwa 45 Minuten auf der mittleren Schiene. Nach 45 Minuten können Sie das Fleisch entweder mit Rosmarin und Knoblauch streuen oder einfach mit der Marinade, worin alles enthalten ist, begießen. Danach wird Lammbraten weitere 20 Minuten bei 180 Grad gebacken. Wenn Sie wünschen, können Sie vor dem Servieren noch die Soße kochen oder einfach das Fleisch mit Pellkartoffeln servieren. So werden auch die Naturfaden erst vor dem Verzehr entfernt. Bon Appetit!